Cortison ist praktisch der klassische Vertreter der Immunsuppressiva und ein sehr schnell wirksames Immunsuppressivum. Es wird auch selbst vom Körper gebildet, in geringen Dosen. Bei der Schubtherapie der Neuromyelitis Optica Spektrum Erkrankung wird es allerdings in wesentlich höheren Dosen eingesetzt. Für gewöhnlich als Methylprednisolon über die Vene gegeben und in einer Dosis von 1000 bis 2000 Milligramm. Und das Ziel durch diese hohe Dosis ist, die Entzündung direkt zu blocken und eine Erholung und einen Stopp des Schubs als solches zu bewirken. Insbesondere in einem Schubereignis. Dort gibt man es, wie gerade schon gesagt, als Hochdosis-Stoßtherapie. Und das ist in der Regel 3 bis 5 Tage lang. Anschließend schließt sich dann eine orale Ausschleichphase an. Zugleich kann man auch überlappend, wenn man sich noch nicht sicher ist, welche Immuntherapie man beginnen möchte, und manchmal auch die ganze Zeit in einer niedrigen Dosis Cortison als Immuntherapie nutzen. Allerdings ist das nicht ganz unnebenwirkungsreich. Hier müssen wir jetzt unterscheiden, ob wir gerade von der akuten Schubtherapie sprechen, also der Hochdosis-Steroidstoßtherapie, oder von der oralen Prednisolontherapie. Prednisolon ist da der gewöhnliche Vertreter. Bei der Steroidstoßtherapie sollte man darauf achten, dass man es insbesondere morgens gibt. Das ist der ganz normale, der physiologische Peak, den der Körper als solches auch hat. Also das heißt, morgens wird ein bisschen Cortisol ausgeschüttet. Und so sollte man den Cortisonstoß morgens machen, um eben eine Nebenwirkung zu verhindern, die recht häufig auftritt. Und das ist Unruhe, Schlaflosigkeit, auch wirklich Agitation. Und das sollte man gerade eben so in Abendstunden vermeiden. Was häufig auftritt, auch bei einem Stoß, ist, dass es zu einem metallischen Geschmack kommt. Das kann man durch Bonbons oder Fruchtsaft oder Ähnliches auch etwas überspielen, ist aber letzten Endes auch nicht weiter tragisch. Anders ist es dann bei einer Langzeittherapie, wie ich es gerade schon bei der Vorfrage erwähnt habe, wenn man Cortison in hohen Dosen sehr lange, gewöhnlicherweise oral, einnimmt. Da gibt es das Risiko eines Magenulkus, also ein Geschwür im Magenbereich, was entstehen kann. Zugleich auch eine Knochendichteverringerung, also eine Osteoporose kann eintreten. Eine Körperfettumverteilung kann stattfinden und auch der Blutzucker kann entgleisen. Letzteres natürlich auch bei einer Steroidstoßtherapie. Blutzucker kann man natürlich ausgleichen mit Insulin. Ein Magenulkus, also so ein Geschwür, kann man vorbeugen mit einem Magenschutz, einem Magensäureblocker. Und eine Osteoporose, zumindest in Teilen, mit Vitamin D und Calciumgabe.